Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video zur Röntgenstrahlung. Und zwar schauen wir uns logischerweise beim ersten Video die Entstehung von Röntgenstrahlen in einer Röntgenröhre an. Wie funktioniert eine Röntgenröhre? Wir haben hier einen evakuierten Glaskolben, worin sich eine Glühkathode und eine Metallanode befinden. Diese sind mit einer starken Spannung, sehr starken Spannung, so um die, sagen wir, 20.000 Volt angelegt. Und Ziel ist es, Elektronen zu beschleunigen, sodass sie gegen diese Metallanode prallen und schließlich Bremsstrahlung entsteht oder auch Röntgenstrahlung. Die Erklärung dazu ist ganz einfach. Wenn elektromagnetische Ladungen stark beschleunigt oder abgebremst werden, dann entsteht elektromagnetische Strahlung. Und die Frequenz dieser entstehenden Strahlung hängt davon ab, wie stark sie beschleunigt oder abgebremst werden. Hier in diesem elektrischen Feld werden diese Elektronen, die hier aus dem Glühdraht gelöst werden, beschleunigt, aber nicht so stark beschleunigt, dass sie sich in Strahlung umwandeln, sondern es reicht aus, um sie gegen diese Metallanode prallen zu lassen. Und dort werden sie sehr stark abgebremst und es entsteht diese Strahlung, Röntgenstrahlung, in einem sehr kurzwelligen Bereich, im Bereich von Pikometern, also nicht mehr wahrnehmbar für unser Auge. Ich zeichne das euch nochmal. Das ist die Metallanode. Und hier das hier. Die Glühkathode, Glühdraht. Hier sind diese Elektronen. Da ist ja auch eine Spannung angelegt. Dort fließt Strom hindurch. Von Plus nach Minus, wie gewöhnlich. Allerdings ist hier auch ein sehr starkes elektrisches Feld. Diese Elektronen, die dadurch durch diesen Draht, diesen Glühdraht strömen, werden von dieser Metallanode angezogen, weil die Spannung viel stärker ist und schließlich gelöst und in diese Richtung beschleunigt. Wenn sie dann hier aufprallen, werden sie sehr stark abgebremst. Und sie wandeln sich um in Strahlung. Ja, damit ihr euch das etwas besser vorstellen könnt.